So. Warum denn, Tantchen? Ah. Schicke Gesichtsmaske. Ich gehe da mal wieder, ne? Tschüss. Ja, nachdem wir in der letzten Folge... Nachdem wir in der letzten Folge wieder die ein oder andere sehr interessante Bekanntschaft kennengelernt haben und tatsächlich die ein oder andere Beschäftigung freigeschaltet haben, die keine richtige Mission war, fahren wir heute mal wieder zu einem... Warum ist mein Auto eigentlich Schrott? Das geht ja gar nicht. Fahren wir heute mal wieder zu Lester, denn Lester hat uns auch in der letzten Folge angerufen und meinte, dass er etwas für uns hat. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder so eine Open-World-Aufgaben-Scheiße, sondern tatsächlich irgendwie was Story-Relevantes, wo man was auch tun kann. So, wir fahren zu Lester. Ist auf dem Weg dahin irgendwo ein Pain Spray? Weil das wäre richtig, richtig gut. Hier gibt es nur ein Pain Spray oder was? Gut, fahren wir da erstmal hin und reparieren mal unser Auto. Ah, gleich viel besser. Viel, viel besser. Hier stehen aber auch immer krasse Kannen davor, ne? Die kann man sich ja auch easy snacken. So. Da machen wir uns mal auf den Weg zu Lester. What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Oha. Na, immerhin... Haben wir jetzt mal wieder eine richtige Mission. In der letzten Folge haben wir ja ein paar Bekanntschaften gemacht, die uns eher so freie Aufgaben in der Welt zukommen lassen, sagen wir es mal so. Also nichts, was irgendwie so nebenstorymäßig einfach so eine Mission war, sondern einfach nur freie Aufgaben. Die werde ich mir entweder offscreen anschauen oder je nachdem, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, mal zwischen den richtigen Missionen starten. Schön auf dem behinderten Parkplatz parken. Gar nicht auffällig. Es sind Wachen eingetroffen, um die Zielperson vom Hotel abzuholen. Er wird das Hotel sehr bald verlassen. Plane den Angriff schnell und such dir einen Platz mit guter Sicht auf das Hotel. Schalte die Zielperson aus. Check out. Der wäre ein bisschen zu low, oder? Aber wir könnten easy irgendwie
Ach nee, er hat ja keine Haftgranaten. Okay. Ich glaube, dann wird es tatsächlich schon das Beste sein, wenn wir uns dann hier einfach verpissen, ne? Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach, bis er rauskommt. Und dann wird er abgeballert. Haben wir noch andere? Nee, ne? Wir haben nur dieses Scharfschützengewehr. Ja. Ich denke mal, das wird das Beste sein. Und das Sparsamste. Wir stehen hier schon so gut. Wir können dann einfach... Oha. Wo kommt der denn dann eigentlich raus, ne? Das ist halt die andere Frage. Okay, noch 9 Sekunden. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das der Hauptausgang ist. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. We got a shooter. Take cover. I need backup now. Easy. All nearby units report immediately. So, jetzt noch schnell eine Seitenstraße finden. Oh, die Ecke kenne ich. Ha. Der Hotelmord. Einfach und unspektakulär. Ich wusste gar nicht, dass es solche Missionen hier auch geben kann in GTA. Oh Mann, Leute. Wer schon mal bei mir bei GTA Online zugeguckt hat, der weiß, was das für ein Haus ist. Das ist so heftig. Hey, it's done. I know. Good work. All right, well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Oha! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Oha, wie geil ist das denn? Lester hat uns ein Apartment klar gemacht. Geil, und Shop ist sogar auch schon dabei. Ja, da fahren wir doch direkt mal vorbei, oder? Franklin hat jetzt eine neue Wohnung in Vinewood Hills. Auch noch in Vinewood, Alter. In der besten Gegend hier in der Stadt. Mann, 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 die fahren ja auch in der Stadt. Das ist echt unglaublich. Die kennen ja einfach die Verkehrsordnung nicht, ne? Sowas hasse ich ja. Meine neue Hood. Ich glaube, hier werde ich nicht einfach so abgestochen. Na, wer weiß. Aber auch hier ist die Kriminalität am Start. Das ist Franklins neuer Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in die Garage parkst. Nice. Aber warte mal, wohnt hier unten nicht Martin Madrazo? Haben wir hier nicht die Hütte abgerissen von ihm? War das nicht hier unten? Hä, warte. Warte, warte, warte. Nee, 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 nee. Nee, das ist ein anderer Spot, ne? Alter, holy shit. Holy shit. Was ein Upgrade. Alter Verwalter.
heftig. Richtig heftig. Und wie haust Chop? Chop? Hast du auch ein Upgrade bekommen? Mann, jetzt die Garage, ne? Aber wo ist Chop? Ist Chop unten? Another big ass mess on my property. Süß. Chop hat eine neue Hund. Oh, weiß es wahrscheinlich die alte Hundhütte, ne? Ah. Na, Chop. Hier kannst du nicht so einfach ausbüchsen. Boah, was für eine. Ich habe einfach zwei Pools. Einen Whirlpool und einen richtig. Holy shit. Was eine Aussicht. Ich komme nicht drauf klar. Würde ich sagen, speichern wir erstmal. Ist das hier mein Schlafzimmer? Ja, wir speichern erstmal. Erstmal eine Nacht hier schlafen. Das ist ja wirklich unglaublich. Oh, Alter. Diese Aussicht. Holy. Alter, jetzt hab ich mich erschrocken, ey. Hab ich mich erschrocken. Spiegel gibt's ja so auch. Gut, dann, wo war nochmal die Eingangstür? Nun gut. Oh, ich qualm hier schön alles voll. Das Auto auch mal ausmachen können. Dann würde ich sagen, wartet die nächste Mission mal auf uns. An einer Autowaschanlage. Oh, das ist ein Attentat. Oha, noch eins. Bin ich jetzt der Auftragskiller von Lester? Interessant. Ja gut, hat das erste Mal gut geklappt. Wir bauen die Bindung zwischen Lester und Franklin aus und verdienen uns noch ein bisschen was dazu. Und nach der ersten Mission haben wir ein Live-Upgrade bekommen. Ich finde, das zählt auch. Das ist auch richtig heftig. Wer weiß, was ich als nächstes bekomme. Macht ja nur Sinn, für Lester zu arbeiten. Okay, you know Redwood Cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Ein weiteres Bonbon, also. Vespucci Beach Bodybuilder, lösche diese Nachricht. Okay, ich muss erstmal ganz kurz, ne? Ich habe ja beim letzten Auftrag gemerkt, dass ich eventuell ein bisschen mehr Ausrüstung brauche. Alter, jetzt ist die Linie rot. Dass ich ein bisschen mehr Ausrüstung brauche. Das heißt, wir schauen hier nochmal vorbei und kaufen uns auf jeden Fall jetzt mal ein paar Haftminen. Die mag ich wirklich sehr. Annäherungsmine vielleicht auch direkt, ne? Haftbombe auch immer gut dabei. Wir müssen hier auch noch die ganzen Waffen upgraden, ne? Muss ich wirklich noch machen. Aber das machen wir ein andermal. Ich glaube, meine Ausrüstung, die ich jetzt habe, reicht für diese Mission erstmal. So, am besten so stellen, dass man relativ schnell wegkommt. Naja, ich pack hier nur. So, welcher Bodybuilder ist das? Ich nehme... Oh Gott, welche? Da sind mehrere. I think I saw you in a magazine once. If you've got a pen, I can sign your tits. I do that a lot. It's all about working the tie-ins. Oh, schau mal. Da ist doch, da kommt man doch easy hoch. Dann nutzen wir das doch mal. Ups. Man muss auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, man kann nicht einfach hingehen und den umballern. Man muss das ja auch ein bisschen Assassin's Creed-mäßig machen. Oder zumindest wie Hitman. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt,
Eigentlich könnte man sogar mehrere Möglichkeiten ausschöpfen. Und tschüss, Kollege. Richtung Norden, Yacht. Ach so, das sind mehrere Ziele. Ah, okay, gut. Dann, ja gut, doch nicht so viel Taktik, ne? Dann müssen wir das wirklich durchballern. Okay, scheiß drauf, Digga. Also dann ist ja wirklich egal, wenn ich das in der Zeit schaffen muss. Hallo? So, nochmal kurz gucken, ob er wirklich tot ist. Jetzt habe ich plötzlich 2 Sterne. Okay, ja, dann ist er wirklich scheißegal. Da will man einmal mal eine Mission machen, wo ein bisschen mehr Gehirnschmalz dahinter steckt, statt einfach nur drauf loszuballern. Und dann bekommt man trotzdem Sterne, weil die Bullen das irgendwie mitbekommen haben. Oh, ey, jetzt ist das auch noch so eine Mission. Ah, ja, wirklich. Wer ist das jetzt? Der Typ wahrscheinlich, ne? Easy. Und weiter geht's. Wie soll man denn das schaffen in der Zeit? Ist das möglich überhaupt? Hat er gesagt 4 oder 5? Das ist jetzt erstmal Person Nummer 3. Wobei, wirklich, für einen kreativen Weg ist da echt jetzt keine Zeit. Muss ich da rein? Entschuldigung, darf ich mal? Danke, danke, danke. Hä? Nicht doof? Bist du das? Nö. Hä? Steht er da oben oder was? Ich bin verwirrt. Hä? Gegner. Hä? Man kommt hier nicht rein. Hab ich einen Denkfehler? Doof. Oder ist das wirklich ein Typ da oben an dem... Aber da ist doch keiner drin. Da ist doch keiner, oder? Kann man die abschießen? Ah, okay, es ist... Wow, wow. Ja, keine Chance, also wirklich. Ich hasse Missionen, bei denen man eine Zeitvorgabe hat. Probieren wir es nochmal. Ach, na wenigstens muss man nicht die gesamte Mission nochmal machen. Das ist für damalige Verhältnisse schon ziemlich smart gewesen von Rockstar.
Normalerweise hätte man jetzt diese gesamte Mission nochmal mit allen Geschworenen machen müssen. Aber scheinbar hat Rockstar da schon gut mitgedacht. Gut, oder sie haben es halt im Nachhinein gepatcht, aber das finde ich richtig smart. So, ich würde sagen, da wir jetzt hier in dieser Gegend wohnen, lernen wir auch mal ein bisschen die Nachbarn kennen, ne? Wir haben ja hier noch die ein oder andere... Franklin, du kommst nicht mehr nach Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht, habe dran gedacht, dich anzurufen, aber du gehst nie ran. Also habe ich mich ein wenig umgehört und... Oha, und, Tantchen? Nee, warte mal. Ich sehe nur... Wo ist die Nachricht von Tantchen? Ah ja, hier. Hat mir eine E-Mail geschrieben. Du gehst nie ran, dass du nicht mehr nach Hause kommst, weil das hier nicht mehr dein Zuhause ist. Du wohnst jetzt in Vinewood Hills, wo du nicht hingehörst, Junge. Eine Verabschiedung wäre nett gewesen. Naja, nur damit du Bescheid weißt, ich war in der Wüste und habe da eine Ausbildung zur Trainerin für Beckenbodenübungen gemacht. Ich bin da unten schon so lange schwach, aber es reicht. Jetzt bin ich stark und... werde führen. Und du bist schwach, nicht nur als Mann, sondern auch als Mensch. Du verlierst dich und das gefällt mir nicht. Du hast keinen Respekt. Was, wenn ich ein Frauenkunstzentrum im Haus eröffnen will? Was, wenn ich dort Beckenbodenkurse geben möchte? Wie ich gerne sage, einmal Gesindel, immer Gesindel. Und genau das bist du, Junge. Ich habe meine Schwester geliebt, aber sie hat eine Menge Fehler gemacht, unter anderem dich zu bekommen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss grenzenlose Liebe erfahren. Deine Tante. Also in einigen Punkten hat sie ja recht. Ne, er hätte ja was sagen können und es hätte nicht so auseinandergehen müssen. Aber mit ihrem Beckenboden-Trainingsschein, den sie da gemacht hat, ne? Hat sie das gesamte Mitleid, was ich gerade empfunden habe, wie Franklin mit ihr umgegangen ist, direkt wieder wettgemacht. Nee, kaputt gemacht, nicht wettgemacht. Was ich sagen wollte, wir haben ja eine neue Nachbarschaft und auch noch eine Aufgabe von Beverly zu erfüllen. Und ich würde sagen, um die Nachbarn mal so ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen mehr kennenzulernen, werden wir jetzt uns auf eine weitere kleine Fotosafari geben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, in welcher Situation wir dieses Mal journalistisches Gold hervorzaubern werden. Was war das? Da war gerade ein Punkt. Was ist hier los? Was ist das für ein Punkt gewesen? Was ist hier los? Warum will ich jetzt einen Polizeistern? Das habe ich nicht ganz verstanden. Können wir das wieder erklären? Gut. Dann halt nicht. So, wir sind jetzt also hier. Walk of Fame. Und haben eigentlich... Okay, ist jetzt... Eigentlich war hier vorne ein grüner Kreis, ich schwöre. Sind die nur zeitlich begrenzt oder was? Okay, gut, dann schauen wir mal an einem anderen Spot vorbei, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht mal, um was es hier geht, Alter. Ach, guck. Was ist da los? Ein Freund. Warte mal, ein Freund stand da gerade. Hallo? Freund. Pamela. Hey, how you doing? Marvelous, darling, marvelous. I'm just preparing for my close-up. I think the director wants me, but I hear he prefers
the back door. Okay. What happens to the lonely ones? The heartbreakers. Once they grow old and can't break any more hearts. Well, does anyone know? What happens to the wilted flowers? The faded glories? Are we only fit for memories? To be locked away in a cupboard? Ja, gut, tschüss, ne? Das nehme ich an, war nicht der Promi, oder? Den ich fotografieren sollte? Ist der andere jetzt immer noch da? Der andere ist immer noch da. Okay, ich will, ja. So, hier soll sich also auch noch ein weiteres prominentes Opfer, prominenter Interviewpartner, Partnerin verbergen. Yo, what up, my brother? Check this shit out! You know Princess Georgina, that snooty English royal? She, not really. She don't kick it in Chamberlain Hills much. Well, word has it she likes to blaze one for queen and country, if you know what I mean. There's a deal going down right now. I need you to meet my contact outside Chico's hypermarket. And try not to blow his cover, okay? All right, man. This one I got. I'll hit you when it's done. Okay. Erstmal noch einen Kontaktmann treffen. Ich bin sehr gespannt. Oh, fuck. Sorry. Upsala. Das scheint der Kontakt zu sein. Yo, you Beverly's boy? Shit, I guess I am, huh? They're round back. Heavy security. I'd take a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good. Schicke Beverly ein Foto der Prinzessin. Ist das gleiche hinter? Marvelous. I'll take it all. Ah, hier. So like back in England, my help would like totally do this for me, but they're like super scared of being arrested. Franklin, mehr Mühe geben. They should just like do what I say. Even if it's like lick my shoe or buy me drugs or like perform a sex act on my dog, you know? The taxpayer should totally get their money's worth, right? I mean, back when we had an empire, the king could like chop people's heads off and stuff, and that was so much better. I mean, the queen is like my granny. You know, it takes hundreds of years of inbreeding to get recessed chin, buck teeth, and a snout like nose like mine. I mean, I'm a rare breed. I should be like cherished and stuff. Okay, here you go. This should chill you the fuck out. Oh, well, one of you apes, please pay this poor man. Really, the Secret Service has gone down the pan. Oh, thank you, fantastic. I really enjoy meeting the underclass. I'm so relatable in that way. Nein! Scheiße, das Bild war nicht gut. Solid gold. This is bigger than climate change. Imagine the headlines. All those highness puns. I am gonna be rich. Don't you mean we? Oh, yeah. Mi casa, tu casa. You know, I'll catch you later. I need to get this to print.